Hallo. Guten Morgen. Hallo Dietmar, bist du auch da? Hä? Na ja. Sie sind doch der Herr Hechler. Ja. Und von der Helga? Der Mann. Ja, genau. Ja, weiß ich ganz genau. Ich habe sie früher irgendwo gemacht. Kannst du, wenn man im Ort drinnen wohnt, da sieht man die Leute dann eher. Ja. Ah ja. Das ist ja von, dann machen wir mobil. Vom Wald bis zum Wald. Ne? Dann ist doch hier ja nichts. Man muss mobil machen. Aber ich bin täglich hier beim Netto. Auch. Ich weiß. Ich sehe dich ganz oft. Ja, was jetzt letztendlich bringt, das muss man natürlich abwarten. Also eine Garantie gibt es doch hier nicht, dass wir das schaffen, dass es hier irgendwie weitergeht. Aber. Was Sie hier machen? Ich stehe hier rum. Warum stehen Sie hier rum und nicht anderswo? Für diesen Laden. Das ist der Netto. Hier, schauen Sie sich das mal an. Schauen Sie sich das an. Für diesen Laden oder für irgendeinen anderen kämpfen wir wie die Verrückten. Das heißt, Sie kämpfen für Netto? Wir kämpfen auch für Netto. Für die Filiale. Wir kämpfen auch für Netto, dass der Laden hier bleibt oder ein anderer kommt. Es ist uns egal, wir wollen einfach nur hier einkaufen. Das heißt, Sie würden auch bei jedem anderen Laden einkaufen, solange natürlich nur fußläufig da ist? Natürlich. Ja, dass die Leute, vor allen Dingen alle mit dem Rollator oder Rollstuhl, dass die ganz kurze Wege haben. Ja. Da gibt es denn so viele Menschen hier mit dem Rollator unterwegs? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber wir haben hier drüben ist ein Altenheim. Da hinten gibt es ein Altenheim. Aber es sind zu wenig Leute. Ja, es sind zu wenig. Davon ausgegangen, dass der Stadt das annimmt und vielleicht auch zum offiziellen Gespräch einlädt, Netto, Investor, um einfach mal sozusagen das an einem Tisch zu haben. Aber der eine sagt das, der andere sagt das und der Bürgermeister sagt, wir uns in die Hände gebunden, wir können nichts machen. Dass eine Stadt kein Supermarkt betreiben kann, das ist ja jedem klar. Aber das Interesse müsste ja sein, dass es hier eine Einkaufsmöglichkeit gibt. Wenn der Baugebiete ausweist für die, dann ziehe die hinaus und baue hier standardisierte Märkte. Wenn man kein Baugebiet ausweist, bleibe die. Werde Aldi noch beim Koban. Die machen es. Und jetzt sagen sie, ah ja, wir haben dort damit nichts zu tun. Ja. Doch, sie haben aber was damit zu tun. Aber damals ist das ja auch über die Stadt gelaufen mit dem Baugrundstück. Die wollten ja, dass die Lebensmittel sagt, wir haben damit überhaupt nichts zu tun. Das ist die Wirtschaft. Ob der hier einen Markt reinmacht, seine Entscheidung, sein Eigentum. Wir können da gar nichts machen. Warum hat dann aber die Stadt eine Abteilung Wirtschaftsförderung? Was macht die denn? Wenn sie auf die Wirtschaft keinen Einfluss haben, dann brauchen sie doch die ganze Abteilung nicht, oder? Das ist doch, ich sag so, die kleinen Einzelhändler haben es natürlich zunehmend schwieriger, je mehr Großmärkte entstehen in der Peripherie und in der Nähe. Kommt ein Bordell draus. Ist das dann auch von der Stadt aus genehmigt? Aber das, die Frage stellt sich, was machen all die, die hier älter sind, kein Auto mehr fahren, weil sie das körperlich nicht mehr schaffen, geistig nicht mehr schaffen oder sonstig? Wo sollen die noch einkaufen gehen? Wer bringt die denn nach außerhalb? Ja, und es ist ja, sagen wir mal, heute kann ich noch Auto fahren, vielleicht in 5-6 Jahren kann ich kein Auto mehr fahren. Es kommt ja auch die Zukunft dann noch mit dazu hier. Das ist alles nicht rund. Nee, es ist nicht rund. Da ist keine Logik drin. Hier haben wir ja Unterschriftenliste. Da gibt es noch mehr davon. Ja. Das ist so ein Stapel inzwischen. Ich habe es mal gezählt. 1400 hatte ich gezählt. Und habe das dann auch zu Netto geschickt. Und aber leider auf nicht mal auf, nein, nicht mal ein Dankeschön, dass ich mir die Mühe gemacht habe oder so. Aber hier, die Leute haben unterschrieben wie die Weltmeister und es liegt jetzt noch da und es wird immer noch unterschrieben. Ach, kommt Verstärkung machen. Wir demonstrieren für eine Halt von ne, wir hatten einmal eine Demonstration, die war angemeldet, gell? Und seitdem treffen wir uns nur noch mit Freunden. Ja. Bringen Sie auch vor, was Sie zu sagen haben, warum sind Sie hier? Ja, um zu gucken. Ja, wollen Sie mitmachen? Die Aufgabe der Polizei ist zu gucken. Was ist aus dem Antrag geworden? Wie lange hat es gedauert? Naja, wir hatten ja beantragt, dass es einen Bericht geben soll zu dem Netto-Markt. Und es ist uns immer wieder gesagt worden, wir haben mehrfach mündlich berichtet. Es stand was in der Zeitung, gab Presseerklärungen. Darüber hinaus gibt es keine schriftlichen Berichte. Unser Eindruck, wer hat das gesagt?
Das hat der Bürgermeister gesagt, sowohl in den Ausschusssitzungen als auch jetzt nochmal in der Stadtratenversammlung. Und wir haben von daher schon den Eindruck, dass es halt, Bedenken gibt, dass schwarz auf weiß mal uns auch oder euch auch in die Hand zu geben, was ist nun eigentlich gemacht worden. Ja, hätten wir gerne gehört. Und was kann wirklich noch, wo gibt es Ansätze, dass man vielleicht, ob mit Netto oder wie auch immer, mit dem neuen Eigentümer da einen Schritt weiterkommt. So, natürlich hat es Bemühungen gegeben, aber es ist natürlich auch sehr früh für abgeschlossen erklärt worden. Das passt zu dem, was ich erlebt habe, als ich den Bürgermeister eingeladen habe, dass er gleich so die Hände über dem Kopf quasi zusammengeschlagen hat und gesagt hat, also wenn Sie glauben, dass ich... Dann muss ich die Frage stellen, wenn die Stadt so wenig Einflussmöglichkeiten hat, wie sie tut, warum hat sie dann ein Amt für Wirtschaftsförderung? Das wäre mal eine gute Frage, das jetzt mal zu stellen. Ja. Wenn ihr die Wirtschaft nicht beeinflussen könnt und wenn ihr nichts machen könnt, und wenn jeder Investor machen kann, was er will, dann brauchen wir doch das Amt gar nicht mehr, oder? Ihr würdet mir viel Geld sparen. Ne? Nachdem wir unter dem Rettungsschirm sind, würde das sich ja lohnen. Also dieses Amt ist halt geschaffen worden, um einfach zu zeigen, wir machen ja was, wir wollen was machen, obwohl sie immer wieder betonen, wir können ja nichts machen. Jetzt auch aktuell wieder den Antrag gestellt, diese Stelle als künftig wegfallend im Haushalt zu bezeichnen. Hast du eine Ahnung, was können wir machen, um den Markt wirklich zu erhalten? Wenn man ehrlich ist, ist natürlich beim Stichwort Netto der Zug draußen. Wir haben ja selber auch gesprochen mit dem neuen Eigentümer hier. Also wir haben in dem Gespräch zumindest auch den Eindruck gehabt, dass es dem Mann durchaus ernst ist, damit hier eine Einkaufsmöglichkeit zu erhalten oder neu anzusiedeln. Ja, wenn er schon mal sagt, also eigentlich hätte er gern, wenn da was und bleibt, wäre so das wie ja wir schon mal ihn gut. Verstanden haben, hat er zumindest da auch schon Gespräche geführt und es ist da was zu erwarten und sinnvoll wäre sicherlich, wenn ihr dann eben auch hergeht und sucht mal das Gespräch mit dem Mann nach dem Motto, was kann da kommen und wann ist da damit zu rechnen, einfach um zu zeigen, die Leute, die hier wohnen und die darauf angewiesen sind, die wollen natürlich wissen, wie geht es weiter. Auf jeden Fall.